Oh oh. Ja. Jetzt sind immer zwei am Schlafen. Während jedes Kampfes. Das ist der Spell, den uns Royce auferlegt hat. Das ist eine ganz schön harte Nummer, Leute. Aber da müssen wir durch. Und leider schläft Mia auch. Moment, das ist natürlich... Okay, wie gehen wir vor? Wir machen jetzt mal eine harte Sache. Wir machen mal, hauen mal hier richtig einen drauf. Auf den. Dann müssen wir ein bisschen anders vorgehen jetzt. So, wir machen mal hier Elektrizität auf alle. Oder so. Auf die. Und Jessica wird mal Mia aus dem Schlaf holen. Check this out. In the name of the goddess. Mal schauen. Ja, ja. Jetzt kriegen wir natürlich ordentlich was ab. Jetzt auch noch Vergiftung. Aua. Oh, Mia ist tot. Na super. Wofür habe ich sie denn jetzt aufgeweckt? Ganz toll. Jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich hier den. Da müssen wir jetzt ordentlich Magie raushauen, sonst hat das keinen Sinn. Tja, wenn wir Mia mal aufwecken müssen. Naja, obwohl... Ich glaube, das können wir uns auch sparen. Mal eine Heilung. Althina, lend me your power. So, mal schauen. Jetzt dürfte Alex mal ziemlich für Ruhe sorgen hier, okay. Und die zwei dicken Brocken sind immer noch am... Oh wei, oh wei. Das ist übel, Leute. Jetzt werden die Kämpfe ein bisschen spannender. Mal eine Heilung auf Nash. Okay, der ist am Arsch, auf Deutsch gesagt. Der dürfte jetzt auch Geschichte sein. Oh, komm. Mia, wach auf. Und dann gibt es noch ein Level für Teil. Das ist schön. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen taktieren hier. Schauen wir mal. Zunächst mal brauchen wir Heilung für Mia. Dann machen wir noch mal einen Heilung auf alle. So, das sieht schon besser aus. Auf zum nächsten. Okay, diesmal schlafen Alex und Nash. Okay, wer fängt an? Mia. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Wir hauen jetzt mal hier einen Feuersturm raus. Schauen wir mal, was das... Keil haut drauf. Und Jessica holt auf jeden Fall Alex aus dem Schlaf raus. In the name of the goddess. By the power of Althina. Naja, das war gut. Dann haben wir die beiden, sind wir schon mal los. Kostet zwar ordentlich MP, aber mein Gott, wir haben ja ordentlich... Oh, Mia ist ausgewichen. Sehr gut. Wir haben ja ordentlich Nachschub sozusagen. Jetzt sollten wir sie so platt machen können.
Und da kommt gleich der nächste. Ach, wieder Alex und Nash. Okay. Hier brauchen wir aber keinen Feuersturm. Hier machen wir das anders. So. Alex aus dem Schlaf holen. Mann, Mann, Mann. Das ist wirklich nervig. Ach, jetzt habe ich Nash aus dem Schlaf geholt statt Alex. Ich bin ja so blöd. Ah ja. Jetzt dürfen die uns alle hier... Ah, es ist ja ekelhaft. Okay, dann machen wir mal... Okay, alle erreichen wir nicht, aber die beiden... Den erreichen wir wahrscheinlich auch so. So, jetzt mal... Check this out. Heilung. So, jetzt sollten wir mal langsam hier alle platt machen. Jawohl, das sieht gut aus. Meine Güte, also das ist dann doch schon eine harte Nummer. Aber vorher waren die Kämpfe ja eigentlich auch nicht mehr allzu herausfordernd. Jetzt ist das schon wieder ein bisschen anders. So, ja. Mal Nash hier ein bisschen. Erstmal nach unten oder erstmal nach oben? Das ist hier die... Okay. Die Frage hat sich erledigt. Und wieder zwei am Pennen. Mia und Kyle. Ach ja, gut. So, jetzt machen wir mal hier... Machen wir mal den auf alle jetzt. Mal schauen. Holen wir mal Kyle wieder aus dem Schlaf. Check this. Entschuldigung, Leute. Das kam plötzlich. Da haben wir ja gut vorgearbeitet. In the name of the goddess. Ja, Kyle ist wieder wach. Immer auch dieses Gift auch noch immer. Aber jetzt dürfte das kein Problem mehr sein. Ja, der ist weg. Und der ist auch weg. Sehr gut. Nash hat ein Level. Und der nächste. Ach Gott, okay, jetzt Alex und Nash schlafen. Jetzt müssen wir andere Seiten aufziehen. Nochmal den Feuersturm. Komm. Kyle greift an. Ach Quatsch. Und wir wecken Alex natürlich. In the name of the goddess. By the power of Althina. Und mal gucken, ob das reinklappt. Jo, das war erfolgreich. Holen wir uns erstmal die Truhe. So, für wen ist denn diese Robe? Eine der beiden Frauen. Nein, sie ist für...
Sie dürfte für Mia sein, aber Mia hat zu viel im Inventar. Sie gibt ihre alte Waffe mal Noll. So, genau, für Mia. Sehr schön. Ui, gleich ganze 7 Punkte nach oben. Gut. Na komm her hier, den nehmen wir dich auch noch mit. Ist ja kein Thema. So, Todeswarrior. Okay, Alex. Dann machen wir mal hier den. Komm. Dann nochmal den zur Sicherheit. Das dürfte dann eigentlich schon reichen. Brauchen wir gar keinen Wecken hier. Mal schauen. Ja, hat gereicht. Ja, Leute, kurze Pause. Naja, weiter geht's. Dann erledigen wir mal die hier noch. Ach du Jemine, okay. Dann werden wir auch gleich mal den hier machen. Und den hier. Und dann sollte die Sache hoffentlich erledigt sein. Okay, nicht ganz. Verdammt. Oh, eieiei, die hauen aber auch rein, mein lieber Scholli. Na komm. Na endlich. Na also, geht doch. So, dann ist die hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Mia und Kyle sind am Schlafen. Leute, ich habe jetzt keinen Bock. Ich mache jetzt hier nochmal. Es ist mir alles zu langwierig hier. Was war das denn bitte? Wieso ist der eben nach einem Mal schon down gegangen? Oh Mann. Ja, okay, Mia ist down. Ja, neu, wächst auf. Das ist sehr schön. Nein. Das sollte jetzt allerdings reichen für die. Na also, wer sagt's denn? So, mal gucken, was hier unten noch abgeht. Ah. Okay, Leute. Ja, das machen wir eben noch schnell. Alles klar. So, das dürfte reichen. Jetzt gehe ich ein bisschen lax um mit meiner MP, aber warum soll man immer so geizig sein? Okay, hier war eine Engelsträne drin. Was war hier nochmal? Hier, von hier kamen wir doch, ne? Ja, von hier kamen wir. Gut, Leute. Jetzt wollen wir uns nochmal kurz hier schauen. MP, noch geht es mit der MP. Wollen wir Mia noch mal schnell heilen?
Ach Quatsch, mit ihrem eigenen doch nicht. Oh Mann. Na gut, wie dem auch sei, ich speichere an dieser Stelle, Leute. Meine Aufnahmesession von Luna ist mal wieder vorbei. Ich denke mal, in der nächsten Aufnahmesession kommen wir eventuell schon ans Ende. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich, was den Endkampf betrifft. Bin wirklich interessiert, wie der abgeht. Denn die Male davor habe ich das nie beim ersten Mal geschafft. Den Endkampf, das weiß ich noch. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Zumindest nicht in dieser Version hier. Es gibt ja noch zwei andere. Oder drei, ich weiß gar nicht wie viele. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Luna Silver Star Story Complete. Macht's gut. Ciao, Freunde. Euer Dreambird.